Es ist 3 Uhr in der Nacht. Ich bin in Rumänien und mein Motorrad ruft mich an. Der braucht meine Hilfe. Ja, das ist eine wahre Geschichte. Und ich möchte euch diese Geschichte erzählen. Dabei, einer von euch mit ein bisschen Glück wird ein SeaZap GPS-Tracker gewinnen. Von vornherein möchte ich sagen, es ist völlig egal, wo es passiert ist. Es ist völlig egal, wann es passiert ist. Es reicht, wenn ihr auf Facebook-Gruppen schaut, wo die Anzeigen, die Verlustmeldungen und alle Fotos von geliebten Motorrädern, die geklaut worden sind, gestohlen worden sind. Das tut mir im Herzen weh, wenn ich sowas sehe. Aber zurück zur Geschichte. Wie gesagt, es ist völlig egal, wo es passiert ist. Es richtet sich nicht gegen ein Land, gegen eine Nationalität, gegen Landesmenschen, überhaupt nicht. Das könnte gut woanders passieren. In dem Fall ist mir in Rumänien passiert. Ich war 2 Wochen in Rumänien, ACT Rumänien, habe ich es genossen. Ich habe viele freundliche Menschen kennengelernt, viele hilfsbereiche Menschen kennengelernt. Unglaublich. Und dafür bin ich dankbar. Es kann in Deutschland passieren, es kann in Österreich passieren. Was ist geschehen? Ich habe einfach, wie normal, wie jeden anderen Tag, habe ich eine Unterkunft gebucht, das Motorrad in Innenhof geparkt. Die haben gesagt, die Tür machen wir zu. Haben sie es nicht gemacht. Auf jeden Fall habe ich Offroad gemacht und tagsüber einiges erlebt. Bin müde, schlafe ich ein. Und schalte ich mein Handy nicht aus. Also man kann das Handy so einstellen, dass alle anderen Notifications und Benachrichtigungen nicht durchkommen, aber besondere Notifications kann durchkommen. Das kann jeder Handy. So, habe ich eingestellt, dass ich nur Notifications von SeaZap bekomme. Vielleicht sollte ich erstmal erzählen, was... Ein GPS-Tracker ist nicht was Besonderes und es ist auch nicht was Neues. Es gibt viele verschiedene Firmen, die so eine Tracking, GPS-Tracking oder Diebstahlsicherung oder wie auch immer man das nennt, anbieten. Und diese Firmen, die so ein Gerät verkaufen, verlangen Abonnement. Also monatlich muss man was dafür zahlen, damit diese Tracking-Verfolgung stattfindet. Von anderen Firmen gibt es auch die kleinere Firmen, die so ein Gerät verkaufen und man muss ein SIM-Karte, ein Smartphone, ein Handy-SIM-Karte kaufen, drauflegen, aktivieren, jährlich oder monatlich aufladen, Geld aufladen, damit es funktioniert. Bei SeaZap ist nicht so. Also SeaZap, man kauft das Gerät und montiert, aktiviert und das wird lebenslang funktionieren. Man muss nicht extra jährlich oder monatlich ein Abonnement abschließen, einen Vertrag abschließen, gar nicht. Das funktioniert einfach. Das ist der große Unterschied, was für mich sehr wichtig war. Also für Entscheidung, natürlich, das Gerät wurde mir von SeaZap zur Verfügung gestellt. Das ist ein anderes Thema. Aber alles, was ich sage, wie immer, ist meine Meinung und meine persönliche Meinung. Und ich werde es einfach alles ehrlich sagen. Dieses Gerät funktioniert über 12 Volt. Das heißt, ein Auto, ein Vespa, ein Motorrad, eine Straßenmaschine, wie auch immer. Man kann ein Fahrzeug damit versichern, damit bestücken, indem dieses Fahrzeug 12 Volt Batterie hat. Aber erstmal die Geschichte. Um 3 Uhr in der Nacht, ich bin im zweiten Stock am Dachgeschoss, klingelt mein Handy. Habe ich aufgehoben und habe gesagt, okay, da steht SeaZap. Könnt ihr euch vorstellen, das war knapp an Herzinfarkt. Wirklich, ich war so schockiert, ich habe es wirklich nicht erwartet. Laufe ich die Treppe runter, bis ich runter bin, bis ich alle Lichter eingeschaltet habe, sehe ich, dass Moped da steht. So, jetzt erstmal beruhige ich mich. Natürlich, Rest der Nacht kann ich auch nicht schlafen. Wie auch immer, es ist morgen geworden. In der Früh habe ich aus unterschiedlichen Gründen habe ich gemerkt, ja, jemand hat an dem Motorrad herumgefummelt. Und wahrscheinlich zum Glück, weil ich runtergelaufen bin und weil ich alle Lichter eingeschaltet habe, ist weggelaufen. Erstens, das Moped hatte sich ein bisschen bewegt. Ich hatte
Bremsscheibenschloss drauf. Man konnte nicht wegschieben oder wegfahren, zum Glück. Aber Bremsscheiben bringt man nicht unten ein, sondern oben ein. Ne? Habe ich gemerkt, dass Bremsscheibenschloss da unten ist. Also man hat es versucht, ein bisschen rollen. Auf jeden Fall, das war mein Glück und das war dank, wirklich, ich sage euch ehrlich, dank SysUp gut ausgegangen. Das ist hier, ist, glaube ich, dritten Video. Ich bin sehr begeistert von diesem Produkt, deswegen euch ein paar Mal darüber erzählt und erklärt. In einem anderen Video, falls euch interessiert, in diesem Video oder in diesem Video habe ich erzählt, was die Grundlage sind, wie SysUp funktioniert, warum gut ist, warum schlecht sein könnte. Das habe ich euch in diesem Video erzählt. Ich möchte alles nicht wiederholen. Ich möchte über Update, besondere, sehr, sehr besondere Update reden. Deswegen mache ich mal kurz. Das Gerät muss man kaufen, einmal registrieren, ohne zu zahlen. Da gibt man eine Telefonnummer ein. In dem Fall habe ich meine Telefonnummer gegeben. Und man bekommt einmal Push-Notification. So wie da bekommt man von WhatsApp eine Nachricht, da kommt ein Pop-up und man sieht, dass eine Nachricht da ist. Einmal bekommt man SMS, wenn man es haben möchte. Und einmal bekommt man Anruf, wenn man es haben möchte. Da kann man variieren und einstellen. In meinem Fall habe ich so eingestellt, dass wenn das Motorrad geklaut wird, das nennt sich unautorisierte Bewegung. Also wenn das Motorrad da steht und irgendwer das Motorrad bewegt, es muss nicht eingeschaltet werden, es muss keinen Schlüssel haben. Es reicht, wenn man das Motorrad bewegt. Dann kriege ich einen Anruf. Wenn ich einen Unfall habe, brauche ich keinen Anruf. Ich weiß, was ich scheiße gebaut habe. Entschuldige. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. So. Da bekommt Marilene einen Anruf, dass ich einen Unfall hatte. Ja? Man kann es variieren. Man kann unterschiedliche Telefonnummern speichern. Man kann live die Koordinaten übertragen oder halt weitergeben. Zum Beispiel, ich bin unterwegs, ich möchte zu Hause Bescheid sagen, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann es einstellen, meine Koordinaten oder halt, das nennt sich Share Location. Also meine Koordinaten auf der Karte, derjenige, der diesen Link von mir bekommen hat, kann sehen, gerade wo ich bin. Oder ich möchte einen Tag danach oder eine halbe Stunde später, man sieht, wo ich bin. Aus Sicherheitsgründen. Ja, ich gehe irgendwo in Pampa übernachten, baue ich mein Zelt auf, möchte ich nicht, dass jeder sieht, wo ich jetzt gerade in der Nacht bin. Ne? So, die sind gute Future, was in dem App ist. Aber besonders in dem Fall geht es um diesen Anruf. Es ist völlig egal, wo du bist. Völlig egal, in welchem Land unterwegs bist. Du bekommst einen Anruf. Push-Notification kann man ignorieren, kann man übersehen. Der SMS kann man übersehen. Aber ein Anruf, das ist wirklich wertvoll. Ich hab mit meinem Leib das erlebt, wie beruhigend ist und wie einem den A wirklich retten kann. Dieser Anruf hat einen Knackpunkt. Man würde meinen, dass er ein Knackpunkt ist. Aus meiner Sicht ist es nicht, aber erkläre ich euch. Natürlich, ich bin ganz offen und erkläre und erzähle, was das wirklich ist. Push Notification ist frei.
Aber Anruf hat man 50 Anrufe pro Monat. Einige von Community oder von Nutzer haben das kritisiert. Ich sehe keine Kritik daran. Also wenn ich, ein Beispiel, ja, ich wohne irgendwo und ich benutze diese App und bekomme ich mehr als 50 Mal pro Monat Anruf, dass mein Motorrad wird jetzt gerade geklaut. Mit aller Liebe, wirklich, mit aller Liebe. Ich wohne in falschen Gegend. Ich muss mein Haus wechseln. Ich muss woanders hinziehen. Ja? Wenn 50 Mal pro Monat mein Motorrad geklaut werden sollte, ja, ich habe kein Verständnis mehr dafür. Da muss ich irgendwo in der Garage mieten oder einfach, wie gesagt, irgendwann mal werde ich in meiner Wohnung auch geklaut, wenn es so unsicher ist. Aber Knackpunkt ist, 50 Mal kriegt man Anruf. Danach wird dann gestoppt im Monat. Nächsten Monat ist dann null und kriegt man nochmal 50 Anrufe. Allerdings, mein Handy, viele von euren Handys, wahrscheinlich ist auch so, mein Handy, wenn ich Anruf nicht entgegennehme oder nicht abhebe, dann geht es auf Mailbox. Das zählt auch als entgegengenommener Anruf. Aber es ist so wichtig und es ist so einzigartig. Ich gebe es zu, viele Future, was diese App hat, haben viele andere Apps und viele andere Gerätschaften auch, aber dieser Anruf, ich habe noch nirgendwo gesehen. Und nichts gelogen, das ist, was ich benutze, das ist leer. Und das hier, ihr Lieben, gehört einer von euch. Ich mache es jetzt gleich auf. Das hier gehört einer von euch, dank SysUp, die haben mir zur Verfügung gestellt. Und in diesen Kommentaren, unten in der Kommentare, du brauchst mir nur schreiben, diese SysUp, dieses Gerät, was du gewinnen könntest, an welchem Fahrzeug du anbringen möchtest. Wie gesagt, man kann ein Auto anbringen, man kann ein Quad anbringen, ein Motorrad, ein Vespa, was weiß ich, alles. Flugzeug kann man auch, oder? Ich weiß nicht, ob Flugzeug 12 Volt Batterie hat, aber jedes Gerät, jedes Fahrzeug, was 12 Volt Batterie benutzt, kann man dieses Gerät dran anbringen. Du hast 2 Jahre Garantie, sollte was passieren. Das Gerät, wie gesagt, ist waterproof. Ich weiß nicht, was noch passieren könnte. Ich bin auch mit dem Moped überall Offroad, Onroad, wie auch immer, hingeschmissen. Alles habe ich gemacht. Das Gerät steht einfach und es funktioniert einwandfrei. Sollte ein Problem auftauchen, du hast 2 Jahre Garantie für das Gerät. Was du lebenslang hast, hast du die Benutzung der dieser GPS-Tracking. Du brauchst, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre das Gerät benutzen, nichts machen, nichts aufladen, gar nichts machen. Das Gerät funktioniert. Nur 2 Jahre Garantie auf Hardware quasi. Software funktioniert immer, kommt richtig regelmäßig auch Updates und einen Spoiler möchte ich, glaube ich, auch rausgeben. Es wird einige Funktionen auch auf Bluetooth kommen. Es ist noch nicht vorhanden, aber es wird einige Funktionen kommen. Ich bin sehr gespannt drauf, wenn das veröffentlicht wird und wenn das in Betrieb geht. Und so ruft mich mein Motorrad an. Ich bin da.